Willkommen zurück zu Halo Reach in der Mission Das Paket. Und ja, ich tue jetzt mal so, als würden wir jetzt diese Mission das erste Mal anfangen. Im Grunde genommen für euch wirkt es vielleicht auch so, weil davor haben wir ja die andere Mission ja beendet. Also ganz stimmt das aber nicht. Das Problem ist, ich habe diese Mission gespielt schon ein bisschen, also eine Folge schon aufgenommen, die habe ich jetzt wieder verworfen. Das liegt unter anderem daran, dass ich mitten in der Mission plötzlich ein gelbes Schild bekommen habe. Also dass oben meine Schildanzeige einfach gelb wurde. Und ich quasi einen God-Mode aktiviert habe, den ich nicht haben wollte. Also ich konnte halt nicht mehr sterben, weil hat halt unendlich Schild. Ne? Das war so das. Und dementsprechend, ja, das wollte ich halt nicht, weil diejenigen, die zuschauen, denken, ich würde cheaten, was aber gar nicht bei dem Spiel funktioniert, denn da startet ja immer so ein komischer Anti-Cheat-Schutz beim Starten mit, der komplett alles verhindert, oder zumindest das meiste verhindert, was so Cheaten angeht. Das heißt, ich könnte gar nicht irgendwas machen, oder zumindest so mit meinem Wissen, was ich habe, könnte ich jetzt gar nicht wirklich jetzt hier irgendwas machen, von wegen, ich aktiviere jetzt irgendwie so ein, weiß ich, so ein Trainer oder sowas, ne, was man ja so kennt. Das würde gar nicht funktionieren. Und ja, deswegen habe ich jetzt diese Mission neu gestartet. Für euch ist es jetzt quasi, also da ändert sich jetzt nichts. Für mich aber, ich kenne halt schon jetzt einen Teil. Wobei, ist es auch nicht so schlimm, aber ich war halt schon ein bisschen weiter. Muss ich das alles wieder spielen? Wir schauen uns erstmal die Cutscene an. Hält diesen Sektor, aber sie erwartet einen Großangriff. Keine Infiltration dieser Art. Schalte alle feindlichen Boden-Luftabwehranlagen aus, damit die restlichen Nobles an der Schwertbasis landen können. Unauffällig bleiben. Wenn wir sie überraschen, wird die Sache für uns um einiges leichter. Oh, ich glaube, ich hab ihn aus dem Turret rausgeschossen. Das war, das ist schon ein geiler Schuss. Oh, da hat, oh, ey, hier Waffe. Bei den Wagen übrigens, da möchte ich unbedingt so eine spezielle Alien-Waffe haben, die man nämlich aufladen kann. Das ist ganz wichtig. Das habe ich nämlich gemerkt bei der einen Situation. Dass man nämlich dann jetzt nicht, aber zwar nämlich die aufladen kann und damit dann halt alles klar die so ein bisschen stunnen kann. Wenn man die dann gestunnt hat, damit kann man die aus dem Turret rausschießen. LOL. Na, wenn man die dann gestunt hat. Irgendwie kriege ich das hier gar nicht hin. Oh, jetzt war keiner oben. Wenn man die gestunt hat, dann kann man da hinrennen und die aus dem Wagen holen. Das ist halt super, super schön. Cat hatte recht. Ist doch Overkill, uns wegen einer solchen Mission zurückzuschicken.
Der MND hält es für wichtig. Das sollte uns etwas zeigen. Nur, dass die Dinge nie so einfach sind. Mark, ist das eigentlich für eine Waffe? Oh, das ist eine Laserwaffe. Also zumindest kann ich dann... Schau mal, der Skorpion könnte noch einsatzbereit sein, Sex. So, machen. Der jetzt ausgeschossen, ja. Weil man sieht ja, ne, dieses Warnung und so weiter und so fort, dass mein Schild dann irgendwie weggeht, das hatte ich halt. Das hatte ich halt vorher noch. Das hatte ich halt da nicht gehabt. Weil mein Schild war halt oben auch nicht so wie jetzt. Sondern das war halt. Das war halt blau. Nicht blau, sondern das war halt gelb. So eine Waffe hätte ich jetzt hier gerne mitgenommen, aber. Wir gehen jetzt mit der hier weiter. Ah! Stecke fest. Hier sind Panzer. Ich hole mir mal hier so einen Panzer. Wenn immer an der richtigen Seite einsteigen muss. Ey, komm, ich will. Hallo? Let me drive this. Auch halt nur eine Waffe, ne? Also so eine Aufladewaffe. Oder ich fahre halt mit dem Panzer hier lang, aber das wäre natürlich cool, wenn ich das hinkriegen würde bis dahin, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Ja, wobei... Nur ganz schwierig vielleicht doch nicht. Das von hier irgendwo. Wir steigen mal aus. Schon mal hier wechseln, dass ich die Waffe hier habe. Come on! Geht doch. Ja, die schießen mich halt auch noch ab, ja? Wird es hier nicht irgendwie auch so Medipacks noch geben? War das nicht irgendwie so in diesem Gebäude da drin? War das nicht so? Mal wie alles hier schon weiß, ne? Ah ja, genau hier. Okay, der fährt weg, alles klar. Wo auch immer, soll mir recht sein.
Scheiße, ich habe keine Muni. Ah, oh, doch, ich habe noch ein bisschen Muni. Ich hier irgendwie. Ah, ging. Ich will die Muni hier eigentlich von dem nicht und noch nicht verschwinden. Ich gehe irgendwie eine. Ich gehe irgendwie eine Waffe von dem Alien-Heini. Ja, vielleicht ja drin. Leider nicht. Doch, warte. Gib mir deine Waffe! Scheiße, da ist so ein Sniper. Wie viel? Die macht aber gar nichts. Ja. Toll. Wo kriege ich jetzt hier noch mit einer Waffe her? Weil das Ding ist, jetzt kommt das mit dieser Basis. Und da ist leider so kleine Probleme. Mal kurz, ob ich mich hier irgendwie noch. Da habe ich halt richtig lange für gebraucht. Hier irgendwo. Ich krieg keine Muni, ne? Eine Waffe mit Muni. Das ist halt doof. Noble Team, Falcons sind gelandet. Kampf läuft. Du versuchst das Tor zu öffnen. Hier fehlt mir Cap gerade sehr. Ja, sind wir hier wieder? Bei dieser richtig beschissenen Situation. Weil ich muss ja nämlich jetzt hier ein paar Panzer, also ja, ein paar Ghost hier eliminieren, hier so, ne, von den Viechern. Und dann kommt irgendwann so ein Panzer. Und da ist es halt so, dass man da am besten den lahmlegt und dann dahin rennt und den rausholt. Bevor er einen überfährt. Wo sind die Viecher? Da. Okay, die machen einen hier richtig schönen Damage. So, jetzt kommt nämlich die Situation. So, hier, dann ist dieser eine Panzer. Dahin. Und dann holt man den. Da nämlich raus. Oh ne, oder ich bleib mal lieber drin. Der wird kaputt. Ich glaube, der ist rausgeschossen. Der muss ja halt noch weg. Ja, ich glaube, der ist auch rausgeschossen. So, jetzt muss ich gleich aufpassen, bevor mein Panzer hier nämlich drauf geht. Ja, den habe ich gut. Weiß, hier ist irgendwo ein Safe Point. Hier war letztens ein Safe Point, der getriggert war. Der Panzer liegt immer noch in dem Gegner. Ja, der triggert aber nicht das Safe Point, leider.
leider aufsteigen, oder? Oder lebt er noch? Der Panzer meine ich, der lebt. Der nur lebt. War hier oben den Turret. Der ist der tot, der Turret? Nein, der lebt noch, der Turret. Der nervt halt total. Ich glaube, jetzt haben wir ihn aber, oder? Ja. Jetzt haben wir hier noch einen Panzer. Den müssen wir noch wegmachen und dann haben wir es auch. Und dann bin ich genau da, wo ich vorher war. Und dann ist da plötzlich einfach der gelbe Lebensbalken auf. Also der gelbe Lebensbalken, sag ich hier. Der gelbe... der gelbe Bildbalken einfach aufgetaucht. Und ab dem Punkt war ich dann einfach unsterblich. Weil ich halt einfach kein Schild mehr verloren habe. So, jetzt schnell hier rein. Und das war einfach mal doof. So, jetzt haben wir den Kontrollpunkt. Einen Moment kurz. Achso. Muss ich irgendwie WhatsApp mal gucken. Ja, ab hier ist dann wieder ein bisschen einfacher. Erstmal. Und ab hier weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Also hier war halt die Situation, ich habe jetzt keinen gelben Lebensbalken, was super ist. Aber ab hier war halt, Schluss für mich, da habe ich dann die Mission resettet. Weil ich einfach keine Lust hatte auf irgendwie einen God-Mode-Hack, den ich selber nicht mal aktiviert habe, sondern dass das Spiel einfach irgendwie gedacht hat, so macht es einfach mal an. Was wahrscheinlich auch nicht gedacht war. Beschütze ich damit so einen komischen. Na, du willst mich ja noch töten. Super. Läuft. Wie durch, ne? Wir müssen durch die Wartung. Der Fahrstuhl geht nicht. Wir haben Glück, dass überhaupt noch was funktioniert. Ich dachte, ich könnte da von hinten so mich ansnicken, aber... Das wohl nicht. Wo lang hier lang? Nee. Oh, lade nach. Okay, jetzt muss ich mal kurz hier, wir noch hier irgendwo... Oh, hier ist, oder? Ah ne, das ist aber nur die Anzeige, dass ich zu der Waffe wechseln sollte. Keine Muni mehr habe, aber wir haben doch irgendwo... Lol, wir haben doch irgendwo hier noch so eine Alien-Waffe. Da! Ja, guck mal, die nehmen wir doch erstmal hier. Ja, den hat's erwischt. Wohin sollen wir jetzt, Boss? Dort? Gehen Sie zu den festgelegten Koordinaten. Kryptisch.
Ich weiß nicht mehr als Sie, Noble 4. Sie nehmen sich die Koordinaten. Lade nach. Ich brauchte, glaube ich, mal ein Medipack. Haben wir sowas hier noch? Ah. Und eine neue Waffe. Als ob ich das nicht gesehen habe. Ich habe auch eh gedrückt, nicht F. Ah, ich dachte so. Mach ich das einfach mal. Aber das ist auch noch so ein komisches Fliegeding. Wir sind ganz nah. Die Lampe rauf. Nach rechts. Wir haben noch mehr Fliegen. Stirb, du Bastard! Da oben. Ah, das muss auch nochmal weg. Da. Komm schon. Ja, was sagst du jetzt, ne? Muss das Ding da weg. Brauch ich hier nochmal. So. Schon viel besser. Nehme ich die hier. Ja, kurz mal niesen. Hier lang, oder? Ne, wo lang denn? Also eigentlich ja hier lang, aber... Ah, so. Sie kamen wohl nicht mehr raus. Oder sie wollten die Stellung halten. Sie saßen fest, sage ich. Hier ist nichts. Nicht mal Stützpfeiler. Sir, wenn wir alles hochjagen, dann lieber nicht von hier aus. Dort, Vektor prüfen. Vektor bestätigt, Commander. Wir sind genau, wo der MND uns hin. Verzeihung. Koordinaten korrigiert. Bestätigt? Korrigiert? Von einer unbekannten KI mit weit höherer Freigabe, als ich sie habe. Wir sollen 1,5 Kilometer nach Osten und 2000 Fuß nach unten. Ich hab keine Schaufel mit, Commander. Sir, wir sollten ohne KI weitermachen. Die Koordinaten sind offensichtlich Schrott und je länger wir... Was ist das dort? Der neue Kurs, Commander. Okay, weiter geht's. Eine KI, die weit höhere Freigabe hat als unsere aktuelle, könnte das Cortana sein?
Hat dein neuer KI-Kumpel noch was gesagt dort? Dort. Sie erwartet sie. Großartig. Verzeihen Sie die unüblichen Sicherheitsmaßnahmen, Commander, aber sie waren nötig. Dr. Halsey, laut Verlustmeldungen sind Sie... Naja, wie heißt es doch? Die Todesmeldung war übertrieben. Ich wünschte nur, das träfe auch auf den Rest des Noble-Teams zu. Wir auch, Ma'am. Sie werden sicher gern hören, dass das Datenmodul, das Noble 2 in Wiesegrad fand, genau enthält, was mein Forscher versprochen hat. Eine Schlüsselentdeckung. Die Geheimnisse dieser Ausgrabung sind endlich aufgedeckt. Ich verstehe nicht ganz. Ihr Befehl war nur ein Vorwand, um sie herzubringen. Er ist aufgehoben. Noble Team, Sie sollen diese Daten an einen sicheren Ort bringen. Doktor, wir sollen alle sensiblen Daten zerstören. Darum werden sich andere kümmern. Diese neue Anweisung muss ich bestätigen lassen. Colonel Holland wird gebrieft. Sie gehören jetzt zum MND. Dies ist ein Artefakt unbekannter Herkunft, weder menschlich noch von der Allianz. Es geht über unser Verstehen hinaus. Bis jetzt. Dank Noble 2 sind die Daten fast vollständig entschlüsselt. Was wir hier auch tun, wir sollten uns beeilen. Halten Sie Ihre Daten bereit, Ma'am. Wir kommen. Sie sind noch nicht ganz entschlüsselt. Sie verstehen wohl nicht. Die Zeit wird knapp. Wenn wir es nicht gleich mitnehmen können, wird es vergraben. Diese Daten sind die beste Überlebenschance für die Menschheit. Commander, Sie fragen sich, wofür Ihre Spartans gestorben sind? Hierfür. Bitte schlagen Sie möglichst viel Zeit raus. Suchen wir Halseys Labor. Los, Commander. Okay. Das, ist eine kleine Wendung in der Geschichte. Und, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich muss ehrlich gesagt sagen, diese Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, ist weitaus, hat etwas besser funktioniert als letzte, die ich ja gelöscht habe. Das heißt, dass wir gut gekommen sind. Besser als, in der Lost Episode, genau. Englisch hier wieder. In der Lost Episode. Wie auch immer. Machen wir nächstes Mal weiter. Haut rein. Tschüss.